Millionen Rentner in Existenznot. Gaspreisbremse kommt viel zu spät. Rentner gehen pleite. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 10. Oktober 2022 hat die Gaskommission nach Bekanntgabe des sogenannten Doppelwumms-Paketes Inhalte zur Gas- und Wärmepreisbremse bekannt gegeben. Für Verbraucher, Arbeitnehmer, Studenten, Beamten, Familien soll sie zum 1.3.2023 kommen. Wir haben jetzt Oktober 2022, also in gut 5 Monaten soll es da losgehen. Für Unternehmen soll es schon zum 1. Januar 2023 eine Gas- und Wärmepreisbremse geben. Die Kosten für dieses Paket belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rund 90 Milliarden Euro. Was wir jetzt schon wissen, ist, dass Gas- und Energiekosten extrem gestiegen sind. Menschen mit kleinen Einkommen und Renten können die erhöhten Abschlagszahlungen, die jetzt schon im Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März kommen, überhaupt nicht mehr zahlen. Ja, die Beispiele im Fernsehen haben Sie ja gesehen, wo die Leute da sitzen und weinen und sagen, ich habe nur eine kleine Rente mit 1000, 1100, 200 Euro und kann jetzt die 500 Euro Abschlagszahlung für Gas und Strom schlichtweg nicht mehr zahlen. Die Betroffenen sparen, wo sie können. Am 13.10.22 hat der Chef der Bundesnetzagentur mitgeteilt, dass private Haushalte 29% weniger Gas verbraucht haben. Ja, Energiegeld und vielleicht auch die Übernahme einer Abschlagsrechnung im Dezember 2022 können vielleicht ein bisschen helfen, sind aber wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Gerade die Menschen, die wenig Einkünfte haben, brauchen sofort Entlastung, meine Damen und Herren. Die wirkliche Entlastung kommt doch für uns erst alle zum 1. März 2022. Nach dem Winter, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das muss man erstmal begreifen als normaler Bürger. Erst nach einer Zeit, wo schon die ersten hohen Rechnungen eingeflattert sind. Viele Menschen können die Rechnung einfach nicht leisten, nicht zahlen. Sie haben keine Rücklagen, kein Erspartes. Warum der Gaspreisdeckel erst 5 Monate nach dem 10., also quasi fast 5 Monate später, nach dem 10. Oktober 2022 kommen soll, erschließt sich mir persönlich überhaupt nicht. Sollen die Menschen erst aus den Wohnungen fliegen? Sollen sie wirklich pleite gehen, Insolvenz anmelden? Ist das das Ziel der Bundesregierung? Wem nützt da der Nothilfefonds, der bei der Gaspreisbremse ab Januar 2023 im Gespräch ist, der für notleidende Menschen, die die Rechnung nicht zahlen können, Zuschüsse zur Verfügung stellen soll? Wir alle wissen doch in Deutschland, wie lange ein Antrag auf einen solchen Zuschuss dauert, wie lange eine solche Bearbeitung dauert. Da gehen Monate ins Land. Nein, meine Damen und Herren, das ist keine Option. Der Gaspreisdeckel muss sofort kommen, wenigstens am 1.12.22. Bis dahin müssen Einmalzahlungen durch den Staat schlichtweg übernommen werden. Wer bis zu 300 Milliarden Euro für 3 Entlastungspakete und das Doppelwumms-Paket ausgeben kann, kann auch für eine schnellere und vor allen Dingen unbürokratische Entlastung Millionen Menschen, Rentnern, Studenten und Sozialhilfeempfängern und vielen Unternehmen, die jetzt schon Not leiden, übernehmen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da müssen wir einfach die Gelddruckmaschinen anmachen. Einmalzahlung bis zum Beginn der Bremse wäre eine sofort wirksame Maßnahme für 5 Monate ab Oktober 2022 bis März 2023. Warum es für Unternehmer und für Verbraucher unterschiedliche Regelungen gibt, erschließt sich uns allen wahrscheinlich nicht. Wir sitzen doch alle in einem Boot. Für Millionen Menschen, Rentner, Arbeitnehmer und Unternehmer geht es um die blanke Existenz, meine Damen und Herren. Daher meine Forderung an die Bundesregierung: Gaspreisbremse sofort und nicht erst im März 2023, wenn der Winter vorbei ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.